So, nee, ich würde sagen, ich würde noch ein bisschen. Sollen wir noch ein bisschen angeln? Ich weiß gar nicht, ob um diese Uhrzeit noch bestimmte Fische unterwegs sind. Können auch mal wieder. Wisst ihr, was wir mal wieder machen können? Wir können mal wieder tauchen. Ich habe gar keine. Wie teuer ist die denn? Wie viele Staffeln sind das überhaupt? Da ja gar keine Ahnung von. Wir könnten mal wieder wirklich unter Wasser schwimmen. Ich glaube, das machen wir mal. Schon vom Lieblings zu sein. Ja, oder die wird einfach nicht mehr produziert. Das kann auch sein. Finde es seltsam, dass in AC schon so dunkel ist und hier noch so hell. Ja, es stimmt. Ich habe gar nicht rausgeguckt. Ja. Bestimmt wegen Zeitumstellung auch, aber eigentlich ist das Spiel. Eigentlich ist ja auch die Zeit umgestellt worden. Also ich habe die Switch auf automatische Zeitumstellung. Komisch. Ab 189 die DVD und ab 200. Davon gibt es eine Blu-ray, okay. Auch eine deutsche? Ich meine, wilde 70er habe ich mal sogar im Laden gesehen. Da ist nur die Frage, ist das der Neupreis oder ist das, aber wenn da 99 ist, warte mal, ich guck mal selber. Also gebraucht kostet die gerade, das ist jetzt das erste Angebot, was ich habe, die Komplettbox kostet 53 Euro. Ja, ich sehe es gerade selber. Tatsache. Was ist die denn? Oh. Ach nee, ist gar nicht. Ich dachte, die wäre von MGM. 16 Blu-rays. Moment. Moment. Hier finde ich auch nichts. Ah, da haben wir es doch. Gibt es sogar zwei Blu-ray-Versionen. Es gibt die einmal alle nochmal einzeln auf Blu-ray und es gibt eine Doppel, also es gibt eine Neuauflage. Oh, die alte Version, nee, die Neuauflage kostet 380 Euro aktuell. Neu. Warum gibt es denn davon zwei Versionen? Naja. Komisch. Ja, genau, das ist das, was ich meinte gerade. Ja, aber wenn die. Also, es ist meist so, wenn die halt bei dem Online-Shop hier, worüber wir gerade geredet haben, wenn die dafür diesen Preis ist, dann ist das auch meist dann bei den anderen Seiten dann genauso. Also, da sind die Preise oft genau dieselben und auch die Angebote und so. Deswegen, ich weiß nur nicht, wie gesagt, ob das Neupreis ist oder so. Also Serien kosten oft sehr viel, aber ist trotzdem schon krass. Aber es ist halt schon sehr ungewöhnlich, dass es das auf Blu-ray gibt. Und hey, Sako, na? Wollen wir ein Feld-Software-Klausur? Ah, dafür verschiebt es sich, ne? Oder? Oder komplett weg? Mich würde das eher wahnsinnig machen. Auf andere Art, man hätte da noch mehr Zeit zum Lernen. Das ist dann auch wieder gut. Ich finde nur immer schade hier in dem Spiel, ne, mit. Ach, guck mal, da haben wir schon die Muschel.
Ich spiele nie zu den Zeiten, wo mir halt noch Sachen fehlen. Immer. Klar, nimm ruhig. Mehr Zeit zum Lernen immer gut. Ja, super. Da kann man sich ja noch die Vorteile rausziehen, so. So, dann sagt man die Weisheit. Eine Brieftasche enthält meistens verhältnismäßig wenig Briefe. Hab ich schon immer gefragt, warum heißt die Brieftasche? In den letzten Tagen nur in Wirtschaft reingesteckt. Wirtschaft? Sehr interessant. Mir fehlt es übrigens immer noch, dass wenn die aus dem Wasser kommen, dass die zu zittern anfangen. Also so sich abschütteln, weil es zu kalt ist. Ach guck mal, wir haben eine Anleitung bekommen, bestimmt von irgendwas, was wir noch nicht haben. Hey! Das passiert auch selten. So. Ja, dann guck mal, dann bin ich dir auf jeden Fall für Glück dabei. Ja, ich warte ja immer noch auf meine Freitag der 13. Box. Das Lustige ist, die Standardversion sind jetzt alle viel billiger geworden. Die kosten jetzt zwischen 20 und 30 Euro. Dafür, dass die vorher auch schon zwischen 50 und 100 gekostet haben. Also meist so 70, 80, 90 Euro. Also für einen Film. Bei einem. Aber dadurch, dass jetzt halt die Komplettbox kommt, die standardmäßig verkauft wird anscheinend, ist halt, glaube ich, der Gesamtwert gesunken, weil du jetzt halt auch eine alternative Möglichkeit hast, die Filme zu gucken. Und echt krass ist, dass man vorher gar keine Alternative hatte. Also es gab so ein paar, Mediabooks und DVDs, aber das ist ja auch irgendwie anders, ne? Dann ist noch in Animal Crossing, da habe ich seit Monaten nicht gemacht. Ja, ich will halt ein bisschen Geld holen, ne? Und dann lohnt sich ja angeln. Vielleicht kriege ich mal einen neuen Fisch, auch wenn ich das nicht glaube, weil ich glaube, die meisten Fische sind halt nach 19 Uhr oder so da, deswegen. Und heute werde ich Jedi Fallen Order weiterspielen. Habe mir gestern gekauft, weil es im Sale rumlag. Was hast du bezahlt? Ich habe schon gesehen, dass es im Sale war. Ich habe es auch vor zwei Wochen... Scheiße. Vor zwei Wochen oder so gekauft. Ich bin jetzt auch fast fertig, bin nur gerade dabei, die 100% zu sammeln, aber das ist so eine scheiß Aufgabe, 100% im Spiel zu machen. Ja, und ich bin jetzt, eigentlich bin ich jetzt, muss ich jetzt zum letzten Planeten und dann ist Schluss. Aber ich will halt, wie gesagt, vorher alles einmal mitgenommen haben, um alles einmal gesehen zu haben. Weil ich bin da schon so ein bisschen Komplettist. Und auf einer Art denke ich mir so, ach kack drauf, alles mitzunehmen, weil es halt echt scheiße ist, alles einzusammeln. Aber auf andere Art will ich es doch haben, so. Ja, komm. Ich hab keinen Bock, die Angel neu auszuwerfen. So. Mach der Stuhl. Nein! So. Ja, ich würde halt gleich dem Dings nochmal eine Fuhre Fisch verkaufen. Der dumme aus. Ich glaube nicht, dass das nochmal viel Geld bringt. Dafür sind die Fische auch zu unbedeutend. Nee, ich habe ja gesagt, ich würde halt gerne die Tage mal so eine Liste machen mit Fischen, die mir noch fehlen. Und dann würde ich dann halt, Und dann würde ich halt gucken, um wie viel Uhr die dann immer da sind, ja. Noch am Anfang habe gerade mal 9 Euro bezahlt. Ich habe 10 oder 9,99 Euro, glaube ich, habe ich bezahlt. Auch Deluxe-Version. Ich wollte unbedingt die Deluxe-Version haben. Ich weiß, da ist jetzt nichts Besonderes bei, aber ich habe das nicht eingesehen, dann halt immer mehr zu bezahlen, halt nur für so ein paar Skins. Aber dieses Entwickler-Dings fand ich ganz cool und halt, da ist ja noch digitales Artbook bei. Und wer weiß, vielleicht benötigt man das mal. Also ich mache ja auch gerne so Videos zu irgendwie sowas und da habe ich mir gedacht, ja, dann habe ich das wenigstens. Aber ich hätte gerne schon eine richtige limitierte Edition gehabt, das wäre schon geil gewesen. Aber ich muss sagen, ich mag das Spiel total gerne. Bin mal gespannt, wie es mit dem zweiten Teil aussieht. Gibt ja Gerüchte, dass das zu, also weil ja keine EA Play dieses Jahr kommt, dass das dann höchstwahrscheinlich zur Star Wars Convention
Ende Mai angekündigt wird. Und da bin ich halt auch am Überlegen, ich würde es mir halt sehr gerne zum Release dann kaufen, aber 60 Euro für so ein Spiel, ich weiß nicht. Mindestens 60. Und dann auch EA. Zeichnen halt gerne, wollte eventuell mal irgendwann eine Star-Zeichnung machen. Na, ja, dafür ist das auch gut. Boah, weißt du, apropos, habe ich schon mal letztens drüber geredet. Ich sammle gerade so ein bisschen Kram zu Episode 7, weil ich da gerne so, habe ich ja schon mal gesagt, ich möchte da ja Vergleiche ziehen. Ich habe mir ja schon beide Romanversionen gekauft, also die Jugendroman, die normale Romanversion. Und ich dachte mir auch, wäre interessant, halt die Comicversion sich noch zu holen, aber das lohnt sich halt aktuell nicht, weil die auch nicht viel beitragen. Aber das Artbook hätte ich gerne. Ich hätte so gern das Artbook und das kostet einfach 50 Euro. Und es ist ja nicht so, das habe ich ja schon letztens gesagt, es ist ja nicht so, dass das halt Zeichnungen sind, die speziell für dieses Buch gemacht wurden. Es sind Zeichnungen, die gemacht wurden, um zu gucken, ob die für das, ob den Film benutzt werden. Also es ist ja im Prinzip, das habe ich schon letztens gesagt, das ist ja im Prinzip Abfallmaterial so, weil das ja eigentlich nicht mehr benutzt wird, außer vielleicht irgendwann, wenn die es doch in irgendeinem Film benutzen, so wie die alten Zeichnungen. Aber dafür 50 Euro zu verlangen, aber mich interessieren ja die Bilder und nicht die Kommentare so halt, ne? Also solche Bücher kosten echt scheiße viel und halt, da hat... Als Kritik habe ich dann gelesen, dass da wohl eine Künstlerin auch gesagt hat, dass wohl sehr viele der Bilder gefühlt sehr still am Computer gemacht wurden. Also nach dem Motto so, wir gucken einfach mal. Oder wir nehmen einfach mal ein Foto vom Set so und schauen mal, wie das aussieht, wenn wir die und die Figur da reinsetzen so. Also so klang das jetzt, als die Person das gesagt hat. Wo ich mir dann auch so dachte, ach komm. Und jetzt besonders nur für so ein Material, was sowieso nicht, ich sag mal jetzt, also was mich wirklich nur, wenn dann auf künstlerischer Ebene anspricht, jetzt so viel zu bezahlen, habe ich dann gesagt, nee, lass ich das lieber. Das ist es mir echt nicht wert. Wenn wir noch Splatoon Artbox holen, das wäre auch eine coole Idee. Ja, generell so, von Zelda hätte ich auch noch gern die anderen Bücher. Da habe ich ja die Hyrule Historia und dann gibt es ja noch zwei andere. Und dann gibt es halt noch von Breath of the Wild halt noch eins. Ja, will ich schon voll lange haben. Holz-Alu-Stuhl, wow. Heute eine sehr schöne Ausbeute, ne? Ich weiß nicht, was heute mit den Fischen hier los ist, ne? Also irgendwie... Die wollen mich heute wohl alle auf den Arm nehmen. Das ist irgendwie nicht so weit, wie ich gehofft habe. Bitte, 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 bitte. Nein! Dreh dich um! Nö! Sind scheu, ich merke schon. Mit was verliert überhaupt die Angel immer an, ich weiß nicht, wie das heißt, dass die halt, bevor die kaputt geht, immer bei Auswürfen oder bei, wenn man Fisch wirklich auch an der Leine hat. Wüsste ich auch mal gern. Naja. Habe ich nicht schon... Oh, es sind doch hauptsächlich Sanddollar hier nur so beim Fischen. Okay. Weil ich glaube, bei den
Bei der Schleuder ist es, glaube ich, auch nur, wenn man Ballon trifft, gefühlt. Weil ich glaube, mir ist eine Schleuder noch nie so kaputt gegangen, einfach nur, wenn ich die geschossen habe. Ach so, der eine wollte ja noch eine Legia Exotica oder wie das heißt, haben. So, gerade ganz hier. Da muss ich vielleicht bei aus dem Schrank gleich holen. Naja. Ist das alles aufregend heute? Ist das wieder alles aufregend? Entschuldigung. So langsam kommt wieder diese Müdigkeit so. Diese typische Animal Crossing Müdigkeit. Der Klassiker. Aber wir kriegen wirklich keine besonderen Fische mehr. Gar nichts. Ich weiß auch nicht, ob es an der Jahreszeit liegt oder so. Ich finde das auch sehr unausgewogen, muss ich sagen. Weil im Sommer hast du ja diese ganzen Haie und sowas. Aber so zu dieser Zeit kriegst du nur Kleinkram. Ich finde auch erstaunlich, dass wir auch... Obwohl, so viel angeln ich ja auch nicht. Naja. Schon krass. Ich finde irgendwie Angeln so... Ich fand immer früher, Angeln war so das Beste, was du in Animal Crossing so machen konntest. Also auch vom Geldlichen her und so. Finde ich heute überhaupt nicht mehr. Finde das sehr unausgeglichen. Aber es ist auch bei den anderen Spielen nicht anders. Also das will ich jetzt hier nicht relativieren. Ach, das war ein... Ich dachte gerade, warum leuchtet das da vorne? So... Nochmal einen anderen Strand ab, würde ich sagen. Gehe ich nochmal hier lang. Also ich habe mal gehört, am Steg sollen wohl auch spezielle Fische manchmal spawnen. Ist denn nicht zum Beispiel der Thunfisch und der Marlin oder so, die dann da manchmal spawnen? Irgendwas war damit mal. Ich sehe übrigens das Geschenk. Okay. Fische bin ich besser als Insekten fangen. Ich finde Insekten, also ich persönlich finde Insekten hier in dem Spiel zu fangen auch echt anstrengend. Weil ich sehe so selten welche, außer jetzt so Schmetterlinge oder sowas. Hallo? Ah. Wenn wir über kaputte Schleudern reden. Was haben wir denn bekommen? Flechtpapierkorb. Ja. Ach, ich weiß nicht. Wegpacken. Also ich mag eigentlich beides, aber es ist halt so... Oh. Komm zurück. Oh Gott, jetzt fängt das wieder an. Das war ein doppelter Pups. Hab ich vielleicht nicht gehört, aber der war synchron. Ich hab's gehört. Oh Gott, wird immer schlimmer. Dann nehmen wir schon mal noch eine Angel mit und eine Legia Exotica. Ach so. Ja, nee. Ach so, da haben wir sogar eine. Komm, wir haben sogar genug. Gesundheit. 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 Gesundheit.
Symphonie Le Poops. Atme tief, die Luft wird selten. Woher ist das denn jetzt? Könnte ja auch so ein schönes Zitat aus einem Lied sein. Ich glaube, wollte Ottfried das Ding? Der ist nicht zu Hause. Wo ist er? Der besucht bestimmt jemanden. Das ist so ein Schlingel. Fischler, 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 Fischlein. Los. Oh, boah, man, schon 7:15, ne? Ich weiß auch noch gar nicht, wie bei mir die nächsten Tage aussehen, also generell. Also wegen Einkaufen weiß ich noch nicht, wegen... Stream weiß ich noch nicht. Generell, was ich die nächsten Tage machen will, weiß ich noch nicht. Weiß doch gar nichts. Nein! Nicht mein Kescher. Kescher, Köscher. So ein komisches Wort. Aha. Und gesehen. Bildschirm ist immer so dunkel. Ich glaube, ihr seht viel besser, ne? Also noch gar nicht, was ich heute mache. Ich werde schon langsam wieder müde. Ja, sag ich doch. So, das ist diese typische Animal Crossing-Krankheit-Stimmung-Dings. Aber wir spielen jetzt auch schon Animal Crossing seit 1, 2, 3. 2 Stunden? Ja, kommt hin. Ne, das ist Hass. Oh, da wollte Hass oder das. Ich habe diesen Lumions getroffen, scheint in Ordnung zu sein. Fängst du ihm ein paar Fische? Ja. Die Tage gehen zurzeit so schnell um. Ich stehe 7 auf und gehe gefühlt 4 Stunden später wieder schlafen. Oh. Ja, also ich finde, die Tage gehen halt nur schnell um, wenn ich am Stream bin oder wenn ich irgendwie was machen muss oder so. Aber sonst finde ich die, weiß ich nicht, finde es halt okay. Wo ich mir so früher mal so dachte, boah, irgendwie gehen die, weiß ich nicht, da war irgendwie... Also die Zeit, wo ich wirklich fast täglich gestreamt habe, ist ja jetzt, das ist ja so weniger geworden, da war halt wirklich, dass ich halt so aufgestanden, essen, Stream, essen, schlafen. Immer wieder. Ist Gott sei Dank in letzter Zeit weniger geworden. Obwohl wir gar nicht so wenig streamen. Also es ist halt wirklich so, gerade so durchschnittlich, halt wirklich so 5 Stunden. Kommt hin. Vielleicht gibt es wieder Abendbrot. Ja. Ja, ich guck mal. Also entweder mache ich mal heute, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe noch Ofenkäse. Den habe ich gestern gegessen, aber ich habe da noch was übrig. Also entweder esse ich den oder ich mache mir irgendwas in die Fritte rein. Hey, wo ist der? Der kann doch nicht was verlangen und dann abhauen. Mistkerl. Wo ist der? Ich habe schon gegessen. Ich übel Hunger hatte. Oh nein, was gab's denn? Eine Kiltjackett. Na ja, komm, gib her. Wie viel? Klar, nehme ich. Zur Arbeit, bin zu Hause auf der Couch und schon 20 Uhr. Nein. Chicken Wings? Boah, ich könnte sowas auch mal, aber ich weiß, ich esse die so ungern. Also. Irgendwie hätte ich Hunger drauf, aber auch irgendwie nicht. Dreht er sich bestimmt wieder richtig kacke um. Schmecken lecker. Kommt drauf an. Finde ich immer, kommt total drauf an. Also bei mir in der Familie, die machen die halt richtig knusprig und weiß ich nicht. Ich esse das aber auch so ungern davon ab, ne?
Ich habe letztens vegetarische oder vegane, da ist er, Chicken Wings gesehen, wo ich mir auch so dachte, okay, hab das Insekt. Also ich würde es gerne mal probieren, aber ich frage mich, ist das dann an so einem Holzding oder so dran? Weil das ist schon irgendwie komisch. Ich habe schon zwei Instant-Ramen gegessen und Currywurst mit Pommes. Ich habe immer noch Hunger. Instant-Ramen, boah, ich esse das überhaupt nicht gern. Mit Honig-Knoblauch machen dann. Ich habe gesehen, da hat jemand auch so einen Ofenkäse gemacht. Da hat er halt einen Camembert genommen. Und den, also ich kenne das auch so, aber halt den Zusatzschritt kannte ich nicht. Und zwar in einem Brot reingemacht halt so, ne? Also das kannte ich schon. Und das dann halt, ich kenne das halt, dass man das dann nochmal so, ich glaube mit so Ei oder so halt drüber macht. Oder Butter kenne ich da, oder so Öl. Ich zum Beispiel, meine Brotchips, die ich gestern gemacht habe, da habe ich so, da habe ich Margarine einfach drüber gemacht, dass die halt knusprig werden. Obwohl es ein bisschen zu viel war. Und die war noch zu kurz drin. Jedenfalls, der hat Honig da reingemacht. Mit Honig. Das habe ich noch nie gesehen. Hm. Come on, Bär. Mhm. Im Stream kriegt man immer Hunger. Das ist so eine Garantie. Könnte ja eigentlich diesen Baum auch hier irgendwie hinpflanzen, ne? So, provisorisch. Ich hoffe nur, der wächst dort, aber warum eigentlich nicht? Ich weiß, der ist nah an der Wand, aber, ne. So, packen wir mal, warte mal. Mal ganz kurz so einen Kescher? Wo haben wir denn einen? Oh, so. Ja, echt nicht schön sortiert gewesen. So, dann schauen wir mal, was wir so Fischmäßiges haben. Da. Bitterling. Zack. 1, 2, 3. Ich lasse den Kaulkarpfen und die Goldfische mal drin. Kaulkörper. Fluss. Barsch. Mhm. Ich glaube, die bringen ein bisschen mehr Geld. Masulax, Saibling, Goldforelle, Lachs. Krabbe. Zack. Hä? Habe ich gar nicht so viel gefangen? Oder kommt das noch? Also doch, das müsste eigentlich noch. Ah, Makrele. Ah, nein, nicht den. Wo? Nee, den können wir gleich mitnehmen. Barsch. Hm. Aber hier haben wir noch den Seebarsch. So, Klische. Nehmen wir erstmal den Kalmar mit. Der bringt auch viel Geld, ne? Na, ich glaube, ich nehme den. Ja. Gleich so eine Tasche machen, nur mit richtig teuren Fischen. Obwohl, so lang machen wir auch nicht mehr. Aber ich glaube, die Klische bringt auch nicht so viel Geld. Ah, genau richtig. Das war betäuschender, als ich dachte. Ja? Meinst du jetzt das, was er, wie er es gesagt hat, oder die Reaktion vom... Oh, nein. Ja. Guck mal, was das für ein Abstand ist, wie wir reden. Nein, näher komme ich nicht. Nein. Hier, nimm nur meinen Fisch. Aber komm keinen Schritt näher zu mir. Wie er es gesagt hat. Okay, ich war schon enttäuscht. Guck mal, davon war ich enttäuscht. So. Ortfried geht an mein Haus. Das finde ich gruselig. So, das dürfte nicht viel Geld sein. Nee. Nicht mal 20.000.
Ja. 1,5 Meter, ne? Nicht vergessen. Ach ja. Ist das nicht alles aufregend? So, ich mach die Taschen nochmal voll. Dreh dich um. Nö. Ist übrigens ein SpongeBob-Zitat, falls sich jemals irgendjemand gefragt hat, woher ich das nehme. Aber ich glaube, die meisten Zitate, die ich nehme, sind aus SpongeBob. Mit ein paar Leuten will ich mal so eine SpongeBob-Party machen. Das haben wir uns vorgenommen. Ich habe letztens ein paar neue Leute kennengelernt. Und das ist schon ganz lustig. Ja, nicht schlafen! Wir haben es ja gleich geschafft. Hoffentlich. Ach ja. Der braucht wirklich so ein Podest, ne? Der Arschbarsch. Ich finde, wir sollten ihn so nennen. Arschbarsch. Der braucht auch ein Schild. Wie, was? Ich bin wach, hab nur meine Augen ausgeruht. Klar. Ich merk schon. Was sagt denn der Rest hier? Werdet ihr auch schon müde? Was liegt denn hier? Wo kommt das denn her? Fliegt einfach hier so eine kleine Fliege rum. Ist ja widerlich. Ja, ich habe schon gesagt, ich glaube, ich werde heute wirklich mein Buch weiterlesen. Ich habe ja gestern das Layer-Buch angefangen. Bloodlines heißt das. Also das erste Kapitel fand ich echt cool. Weil das war auch, ohne Scheiß, wäre ich gestern nicht so müde plötzlich dabei gewesen, hätte ich das, glaube ich, echt noch ein paar Kapitel weitergelesen. Das war wieder besser. Ja, das war schon gut. Vielleicht gibt es ja so ein paar Zeichen, die man benutzen kann, dass er es ein bisschen anders ausspricht oder so. Beziehungsweise mehr Pausen lässt oder sowas. Man kann ja auch eine andere Stimme nehmen, aber ich finde den besser. Der heißt, ich glaube, der heißt Hans. Jedenfalls habe ich mal einen YouTuber gehört, der gesagt hat, dass der Stimme Hans heißt. Und ja. Ich suche übrigens immer noch ein gutes Stimmverzerrerprogramm. Also ein Programm, das halt Stimmen imitiert. Nicht verzerrt. Also nicht unkenntlich macht, sondern halt imitieren kann. Und ich habe schon sehr viel mit KI gefunden, aber das Problem ist halt oft, das ist halt auf Englisch und ich brauche es halt auf Deutsch. Und das, was ich finde, ist oft so, da muss halt die Person dann einen Satz vorlesen und dann imitiert das Ding das halt. Und sowas suche ich halt auch nicht. Ich heiße Hans und bin der Boot ohne Körper. Der Boot. Ich meine, der heißt Hans. Stellt euch mal vor, so in 10 Jahren sitzen wir noch hier und dann haben wir einfach wirklich eine KI-Stimme, die aber, ich sag mal, so wie Jarvis so ist. Wie bei, sieht ihr aus wie so eine kleine Mücke. Bitte lass keine kleine Mücke das sein. Das wäre nicht so geil. Guck mal, jetzt kriegen wir schon ein paar Brocken hier. Der Bote. Naja. Aber ich glaube, dann sind wir wirklich in so einer Zeit, wo ich glaube, dann generell irgendwelche Software-Videospiele spielen und dann halt aus einem Algorithmus errechnet,
dass das wie er die Zuschauer so zu unterhalten hat, also dann bin ich halt, dann brauche ich nicht mehr arbeiten. So weit sind wir. Problem ist halt nur, dann bekomme ich bestimmt dafür kein Geld. Also bekomme ich ja jetzt eh nicht, aber... Naja, ich mache es ja zum Großteil aus... hier passt dieses Zitat von Der Hobbit gut rein, so... Das wird dir sehr gut tun und wird auch sehr amüsant für mich. Also das Gin tut euch gut und ist auch sehr amüsant für mich. Also, ne? Ja, das ist so. Das ist so. Ein Flussbarsch. Sah eher aus wie ein Sonnenbarsch. Ist aber kein Sonnenbarsch. So, ich will mal langsam an dem anderen Strand ziehen. Sonst heißt mein Pfad. Oh Gott. Und somit schließt sich der Kreis. Ich habe gestern mal so drüber nachgedacht, weil ich gucke ja gerne dieses GTA-RP von Tenendo und die Figur heißt Dirk Knussmann. Welcher Eltern sitzen irgendwo, überlegen den Namen für ihr Kind und bestrafen es mit dem Namen Dirk? Also ich würde mein Kind Dirk... Ich fände das so geil, ne? Irgendwann gibt es bestimmt die Zeit, wo wirklich die Kinder wieder alle so Dirk und sowas heißen und Manfred und, weiß ich nicht, so. Und Hartmut und solche Namen so. Kennt ganz viele die Horst. Ja, oder Horst, ja. Nur das ist auch so eine Sache mit, ich krieg das auch überhaupt nicht so in den Kopf mit. Das sind Namen von der ganzen Generation, wo einfach mega viele Kinder so heißen, so. Oder gehießen haben. Also jetzt sind das ja Erwachsene, ne? Aber das muss man nicht mehr überlegen. Und wiederum sind die Namen so aus meiner Zeit, also auch so, obwohl wir ja auch jetzt alle so erwachsen sind, so, die fühlen sich auch total immer noch mega jung an. Du willst... Nein, du darfst dich wegziehen. Nicht Michelle. Nein, geh nicht. Großes B. Es wäre geradezu skandalös, deinen Was? Plädoyer nicht Folge zu leisten? Achso, meine Umzugspläne sind damit weg. Okay. Ich nenne meine Tochter Dörte. Das klingt wie eine Mischung aus Döner und Torte. Gibt es nicht da auch einen Spruch bei... Nee, das ist ein Otto-Spruch, genau. Mit den Schafen. Den Witz will ich jetzt hier nicht erklären. Aber da gab es sehr interessante Namen. Ja. Ja, ich glaube, ich würde jetzt wirklich diesen einen Fisch noch mitnehmen. Wenn das nicht wieder so ein Lausebub ist. Und würde dann halt alle verkaufen, die ich habe. Und dann würde ich sagen, ja. Aha. Der Klassiker. Ein Seebarsch. Ich weiß gar nicht den Spruch dazu. Ich hätte ihn gerade lesen können, aber ich will es auch irgendwie gar nicht. Nee, das komische mit Namen, das ist ja noch nicht mal, dass die Leute so komische Namen oder so haben, sondern das ist schon echt krass, dass einfach so eine, ich sag mal, so eine komplette Generation einfach das normal war, so, weißt du? Weil für unsere Generation sind wieder die aktuellen, oder die eigentlich, ja, was sind denn eigentlich aktuelle Namen? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Boah, ich krieg gerade Hunger auf so schicken Nuggets oder sowas. Die Namen passen auch immer zu den Menschen. Meist, ja.
Mir wurde mal gesagt, ich sehe aus. Was, warte mal, was haben die gesagt? Wie ein Florian oder so? Irgendwie sowas. Habe ich auch gedacht, hä? So, ich nehme jetzt mal die ganzen teuren Fische mit. Also, wo ich glaube, die sind teuer. Hä? Haben wir doch so viele Seeengel? Haben wir die. Aber die haben doch gerade keine gefangen, ne? So. Nehmen wir die auch noch mit. Obwohl, so viele sind das gar nicht. So habe ich denn gedacht, ich habe so viele. Plunder haben wir noch. Okay, Anglerfische haben wir einige. Ja. So, dann gucken wir jetzt einfach nochmal von oben nach unten, was wir hier noch so haben. So, Karausche. Hasel haben wir einen. Obwohl wir könnten eigentlich von diesen Seeengeln noch welche mitnehmen. Die bringen auch, glaube ich, ein bisschen. Sardelle. Makrele. Seebarsch. Liesche. Kalmar. Ich nenne meine Tochter Adelheid. Oh Gott. Nur gut, dass ich keine Freundin habe, meine Kinder werden bestraft. Ich frage mich wirklich, wie viel Prozent der Namen wirklich so entstanden sind, weil die Eltern gesagt haben, boah, den mobben wir. Ist gar nicht lustig, aber... Naja. Wenn ich so höre, wie ich eigentlich ursprünglich alles sogar hießen hätte sollen... Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, das wären alle, ne? Die wir in mehrfacher Ausführung haben. Den nehme ich noch mit. Das müsste ein guter Fisch sein. In meiner Ausbildung gab es da ein Mädchen mit dem Namen Lisa. Lisa ist total oft. Also ich weiß nicht, wie viele ich kenne, die so heißen. Und 20. Nein, so viele jetzt auch nicht. Ey. Wieso nur 66? Es bringt halt wirklich nicht viel mit dem ganzen Angeln. Ist irgendwie weniger als ich dachte. Naja, egal. So, dann gucke ich noch. Ich würde gerne noch so ein Burgteil bestellen. Ja, mit der Spende, da warten wir jetzt einfach. Also, dass der Leute halt wirklich der Geld rein spenden und ja. In der Schule war ich die Einzige mit dem Namen, da treffe ich alle in Erwachsenenalter. Also, wie gesagt, bei uns war wirklich alles voll in der Schulzeit und ich habe heute selbst. Also, mit Leuten, mit denen ich Kontakt habe. Oder nee, mit denen habe ich alle gar keinen. Ja, also früher war das doch ein bisschen mehr. Also mit denen ich Kontakt hatte, so. Ja, bei meiner Mutter war wohl eine Zeit, da hießen alle Silke. Alle. Ich höre schon wieder so ein komisches Summen. Wo kommt das her? Ist das im Spiel? Nee, das ist irgendwo anders. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. So Anleitungen. Auch irgendwas Neues. Das ist ja alphabetisch, ne? Ah, oh, das sieht sogar ganz nett aus. Genau. Ich wollte nur mal gucken wegen diesem Burgtor. Oder ich Burg. Ich weiß nicht, wie das heißt. Burg. So. Guck bei O. Da haben wir es doch. Doch, Burgtor heißt das. Ja, eins können wir bestellen. Besser als keins, ne? So, dann können wir nochmal 100.000 aufs Konto packen und dann sind wir durch. Da.
auch eine schöne Zahl, die wir haben. 155.515. Aber die 15 macht es ein bisschen kaputt. Ja, 155515. So klingt es besser. So. Dann hätten wir genug Animal Crossing. Ich mag übrigens dieses kleine Kabel da hinten am Automaten. Ich liebe diese Details in dem Spiel. Ich habe mindestens 4 Personen getroffen, die genauso heißen wie ich. Und ich meine nicht den Namen. Ja, ich weiß. Also mit meinem Namen habe ich mit dir einen. Nee, zwei. Ich habe bestimmt mal jemanden. Ich habe noch niemanden getroffen. Ich hatte damals jemanden bei mir im Kindergarten, der hieß tatsächlich Mario. Und ich fand das total cool als Kind. Aber jemand, der Luigi heißt, habe ich also in echt noch nie getroffen so. Also jemand, der wirklich so heißt. Glaube ich. So, das war es jetzt mit Animal Crossing. Und jetzt gucken wir, was wir als nächstes machen. Aber war lustig.